Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. So, ein friedlicher Morgen. Wir haben es 8.08 Uhr. Tja, und das war eure letzte Nacht. Der Kampf um Okara möge beginnen. Ich werde einfach antworten. Wir fangen natürlich hier oben an. So, Kollegen, jo, wir machen schon mal. Statt schnell speichern, habe ich schnell laden gemacht. Das geht alles von unserer Zeit ab. Wir haben doch keine Zeit. Ja, ich verstecke mich hier immer unter den Balken. Ich muss mal ein bisschen höher sitzen. Jetzt lade ich hier sinnlos einen Speicherplatz, den ich gar nicht haben will. Wir laden gleich nochmal den richtigen. Das ist natürlich. Das geht natürlich schon gut los. So, okay. Ja, wir wollen Okara. Nein. So. Ja. Es kann natürlich sein, dass wir hier, wie gesagt, mit dem Feuermagier da das verlieren werden. Den Pflanzenverkäufer, aber das ist mir gerade mal egal. Jetzt die Macht über die Orks oder die den Ruf bei den Orks zu kriegen, ist mir jetzt wichtiger. Und genau deswegen räuchern wir das Nest jetzt aus. Hui. Beziehungsweise wir versuchen es. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Und diesmal drücke ich vielleicht sogar die richtige Taste. So. Oh, F5 ist Speichern, nicht F9. F9 ist ja Laden. Ja, Kollegen. Fangen wir direkt mit dem Zauber an. Wir haben 48 Mana-Tränke, 16 Dings hier. Reicht das? Guck mal her. Zack. Hey, oh, pass doch auf. Entschuldigung. So. Oh, Mörder! Hör doch mal auf, immer. Oh, jetzt kommen sie. Oh, jetzt wollen sie es wissen. Speichern. So, mein Mana ist gerade verbraucht hier. Müssen wir nachladen, ohne dass die uns erwischen, vorzugsweise. Schießduell. Wer will jetzt Schießduell haben? Der da unten trifft er mich. So. Wir rennen mal, wir machen das mal so. Wir rennen mal hier oben drauf rum. So. Kommt nicht hier drauf. Die kommen hier nicht drauf, oder? Der will hier. Warte, wir haben wieder einen. Jo, der das Schießduell haben will, den machen wir natürlich jetzt als erstes. So, wer ist das? Wer ist. Du brauchst mir nicht helfen, ich glaube, ich schaff das schon alleine. So. Oh! Der hat auf jeden Fall Bock. So, wir speichern mal hier zwischen. Wir werden unter anderem auch mal die Pfeile nutzen. Die ganze Mana zu verbraten ist eigentlich auch. Hey, wer schießt hier auf mich? Der da. Der Fresser. Ja, zeig mal. Wisst ihr, die Menschen haben mir vertraut, ne? Ja, und ich weiß. Muss aber aufpassen, dass der Feuermager mich nicht holen kommt.
Ich würde ja gerne mal ins Inventar gucken wegen einer Flammenwelle oder sowas, aber... Solange die da auf mich schießen, will ich ungern ins Inventar rumwühlen. Ja, genau deswegen. Ich lasse mich natürlich auch noch knallhart treffen von den Vögeln. Da drüben schießt noch einer. Die sind recht unfair unterwegs, kann das sein? Ich möchte lang. Ja, ja, mach mal fertig. So, wir müssen mal was saufen hier. Zwischen speichern hat keinen Sinn. Wenn wir hier verrecken, dann haben wir eh wieder volle Power. Na, dann blute mal. Erstmal diese ganzen Schießer dort wegmachen. Weil hier mit der Flammenwelle, das wäre natürlich ideal. Lass mich doch nicht immer treffen. Ja, das ist. Ja, okay. Also, aber. Ich hätte nicht gedacht, dass sie hier nicht raufkommen. Warte mal. Keine Mana, ich hab's gewusst. Können wir den Skelett auf den Hals jagen? Könnten wir eigentlich machen, oder? Das haben wir parat. Ja, dann reiß mal. Hm. Aber hier kommt das Skelett doch nicht hoch. Ja, genau das habe ich mir nicht gedacht. Die kommen nicht runter und der kommt nicht hoch. Warte mal, schießt gerade jemand auf mich? Wenn jetzt keiner auf mich schießt, dann würde ich mal kurz ins Inventar gehen. Gucken, haben wir eine Flammenwelle? Wir haben eine Flammenwelle. So. Also noch einen fetten Spaß hier machen. Juhu! Sehr gut. Genau so. So. Das ist wie Feuerregen. Warte mal, wir speichern mal, bevor jetzt hier. Wollen wir den Anführer haben? Ne, wer war der Anführer? Der Paladin. Der Randall. Ne, Quatsch, der Randall, den haben wir ja gerade hier. Ich will nicht, dass das hier kommt, dass wir das besiegt haben. Ohne dass hier wir den Paladin haben. Den will ich haben, den Anführer. Das ist mir wichtig. Warum? Keine Ahnung. So. Ja, das Skelett, das steht hier noch rum. Na, kommt jetzt gleich die ein. Nee, noch nicht. Mannig. Der ist noch da. So. Warte mal, der Paladin. Wir speichern mal. Wir lassen den Schmied ja mal in Ruhe. Nö. Wo ging es hier rein? Hier unten. So. Ich will auf jeden Fall den Paladin haben. Wir saufen tatsächlich mal hier einen großen Mana-Trank. Haben die das von da unten eigentlich mitgekriegt? Deswegen war der Feuermagier noch nicht draußen. Die haben das noch gar nicht mitgekriegt, was hier abgeht. Ja. Weil wenn ich das hier unten jetzt mache, dann geht mir eindeutig der Feuermagier auf die Eier. Bleib stehen! Da ist er nämlich schon. Ja. Ja, komm. Ja, ich mach dich fertig. Jetzt wirst du. Komm. Ich halte dir den Kopf ab. Solange der nicht schießt, der Feuermagier, ist alles in Ordnung.
Jetzt bist du dran. Ja. Jetzt mischt sich der Schmied ja wieder ein. Na, wer wird denn hier? Komm, hopp! So. So. Wir hauen das mal ab. So, die stehen jetzt da unten. So, wir saufen auch mal einen großen hier rein. So, wir wollen den Paladin haben. Der hat sich wieder geheilt. Wie gesagt. Das ist ja doof, wenn man sich jetzt auf einen einschießt hier. Aber wir haben hier bald 10 Minuten. Ja, die Flammenwelle, die hat reingehauen. Oh. Man denkt immer, ich wäre ja schon ziemlich schwach in dem Spiel. Ich muss zwar aufpassen, dass ich nicht oft getroffen werde, das ist richtig, aber so an sich, so schwach bin ich hier gar nicht mehr in dem Spiel. In der Runde. Das Ganze hier. So. Mach dich fertig! Ja, mach mal! So, warte, lass mich mal in Ruhe, ich muss erstmal hier. Da ist der Paladin. Wie viele Flammenwellen haben wir eigentlich? 5. Mhm. Flieht! Nein, flieht nicht! Ja, bleib zurück, bleib hier! Ich bin noch nicht fertig mit euch! Wir speichern das jetzt aber trotzdem. So. Baue Gotha wieder auf. Ja, egal, scheiß drauf. Dann müssten wir die Orks da unten platt machen und das wollen wir ja nicht. Wir sind ja für die Orks. So. So. Okara Teleportersteine halten, jawohl. So. Jetzt gehen wir die ganze Bande da oben auch erstmal ausräumen. Dann nehmen wir uns. So, wir gucken mal. Hier. Ruf. 67. Ruf bei den Orks. Wir kriegen nochmal 7 bei für Nemora. Haben wir, und dann brauchen wir halt noch, ja, ich hatte wirklich gedacht, dass wir den Kronstöckel bringt 3 statt nur 2 Punkte bei den Orks. Ja. Da hatte ich einen Rechenfehler drin. Ansonsten hätten wir ja nochmal mit Nemora zusammen hier die alleine dann das gehabt. So, das speichern wir jetzt mal auf dem großen Platz. Das war natürlich der Hammer, wenn wir jetzt alles in der Folge schaffen würden. Auch Nemora, weil Nemora war nicht ganz so stark besetzt. Da waren hier mehr Leute. Nemora, denke ich, ist einfacher. Da greifen wir als allererstes natürlich den Anführer an. Ist ja klar, wir sollen ja den Anführer umhauen. Ja. Ja. Ne, wir wollten doch mal runtergehen. Wir räumen erstmal den ganzen Scheiß hier aus, wie immer. So, dann nächtigen wir mal eine Runde. Ja, wir machen, ich würde sagen, wir machen aber zuerst dann die ganzen, Monterra rum, die ganze Bande da. Dass wir da den, Da ist nichts mehr zu holen. Typen da, den Ork von Monterra da besänftigen. So. Ja, wie gesagt, so ein Lager hier auslöschen, ob es so das Banditenlager unten von Kurt war, oder das Ding hier, also, ich hatte es mir wirklich schwerer vorgestellt, ganz ehrlich. So. Ja, ich hatte ja jetzt den Vorteil, dass die dort nicht raufgekommen sind. Bug-User. Ja, nee, aber wie gesagt, ich sag's mal so, geschafft hätte ich's trotzdem, sowieso. Also,
es hätte nur länger gedauert, sag ich mal. Es war nur ein Zeitersparnis. Jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das ohne dessen nicht geschafft hätte. Aber ich hätte viel mehr ausweichen, viel nicht mehr so rennen müssen. 20.000 Mal nur laden vielleicht. So, hatten wir den ja schon gelesen, ja. Deswegen, ob man mir das jetzt ankreiden will oder nicht, dass ich da das ausgenutzt habe. Keine Ahnung. Das müsst ihr letztendlich ihr als Zuschauer dann entscheiden, ob er sagt, ja, das hast du super gemacht oder du hast ja nur ausgenutzt hier. Ja, aber wie gesagt, das ist nur Zeitersparnis. Ja, das wäre unnötiges in die Länge ziehen jetzt. Ja, ich meine, beim Banditenlager unten in hier Kurt, da konnte ich ja auch nicht so jetzt hier Bug-Using, wie man es gerne nennen will, betreiben. Habe ich auch geschafft. Alles machbar. Uninteressant. Ja, uninteressant. Super. So. Okay, haben wir hier unten jetzt alles ausgeräumt? Der Witz ist ja, die Orks, die kommen ja noch nicht mal hier runter. Hier waren wir schon, oder? Ich verwechsel die Zimmer immer. Nee, waren wir noch nicht. Ich meine, wenn wir jetzt die Städte machen für die Orks, dann sind umgedreht, wenn wir für die Rebellen die Städte platt machen, dann kommen wir danach auch die Rebellen dort an. Ja, da sind die Städte voller Rebellen, wo auch immer die dann herkommen, keine Ahnung. Ja, dann gehen wir mal nach Monterra. Wo ist Monterra? Ich dachte schon, in Monterra hätten sie wieder abgerissen. Ja. Aber wie gesagt, ob wir die Mora schaffen werden, halt jetzt noch in der Folge. So, Tag. Guten Morgen. So, als erstes schnappen wir uns Mason. Und seine Bande. Machen wir das mit Magie? Machen wir. Wir sind Magier. Wir wollen Magier werden. So, das machen wir dann aber in Varant. So. Hä? Ach, ihr macht schon hier. Ey, das ist meine Aufgabe. Nein! Mann! Ich weiß nicht, ob ich die Punkte ganz normal kriege, wenn die das machen. Das ist beschissen jetzt. Das ist wirklich eine beschissene Sache. Das ist doof, dass die sich da einmischen, ganz ehrlich. Nö. Deswegen süffeln wir jetzt mal einen großen Mana-Trank gleich hinterher, wenn wir einen haben hier. Wir speichern direkt ab, wenn einer umgefallen ist. Ich will alle haben, für mich. Die Orks sollen die nicht umhauen. Nö. Wie gesagt, das ist ja beschissen. Na? Jo. Speichern. Dann saufen wir noch. Jo, den wollen wir auch noch haben. Na, pack doch mal den Zauber aus, ihr Mann. Na, hör mal auf, jetzt neu zu langsam an. Das waren doch wieder die. Dann lasst mich das doch wenigstens selber machen, Mann, und mischt euch nicht ein. Wisst ihr was? Ich würde das jetzt mal so machen, bevor ihr 20.000 Mal sinnlos neu lade. Ich würde das jetzt einfach mal drauf ankommen lassen, erstmal. Ich speichere gleich nochmal groß, wenn wir. Nee. Ja, nee, ja. Groß gespeichert hatte ich ja, nachdem wir ja Okara hatten. So. Ich will jetzt mal erstmal die drei hier alle für mich hier einsacken.
Nö. Wir säufen auch noch mal einen großen. So. Nein. Dann nimm doch mal. Ja, die Erfahrung habe ich gekriegt. So. Hier liegen auch Waffenbündel rum, bin ich bekloppt. So, ne, okay. Nimm's mit. So. Okay. Nächste. So. Die dort unten, die ja die Sklavenlagerwachen haben wollen, die quatschen wir jetzt gar nicht erst an. Ist wichtig, das ist extrem wichtig, dass ich hier die drei Punkte jetzt kriege hier bei den Orks dann. Das ist eben das. Weil wir kriegen wie gesagt noch 7 für Nemora dann. Und wir brauchen wirklich die drei Punkte für dieses, hier für die Stellung hier um Monterra. Ganz wichtig. Die dürfen wir nicht flöten lassen gehen. Oh. So, machen wir wieder mit Mana. Geht am schnellsten tatsächlich. Ich schätze mal hier, die haben die alle schon gefunden. Dass alle jetzt hier belagert werden von den Orks selber. Hm. So, einen haben wir. Menschenjäger. Ja, wenn er mal. Was hat er gerade weg mit der Magie gesagt? Hm. So. Okay, dann säufen wir noch mal kurz Mana in uns rein. Hm. So, dann holen wir uns die noch hier. Ich habe wirklich die Idee, das ist kein Problem jetzt, dass die Orks so mitkämpfen. Das reißt mich am Ende hier wirklich raus. Nö. Na komm schon. Wo sitzen die? Hier ist oben. Also. Gut, hier hinten irgendwo. In der Ecke. Hier kommen die Wachen ja runtergetrampelt, wenn die. So. Hier ist schon Action. Weiß nicht, ob da wirklich zählt, wenn dass wir mindestens den Anführer kriegen hier von den drei verschiedenen. Wer war hier der Anführer? Mann! Jo! Haben wir. Speichern. So. Er zielt einfach nicht auf diesen verdammten Rebellen hier. Das ist bescheuert ist das. So, ich hoffe, der kreidet mich jetzt nicht an, weil ich den aus Versehen getroffen habe hier. Gut. Da sind wir hier bei 24. So, wir schlafen aber abermals bis zum nächsten Tag. Das spare ich, wie gesagt, Mana-Tränke. Wir haben ja noch ein Lager vor uns. Oh, Nemora. Jo, oh, da können wir dem das stolz berichten hier. Hm. 70 Punkte Rufs, wie gesagt, das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich so noch nie gespielt. Ganz ehrlich. Da bin ich fast schon stolz drauf, dass ich hier im normalen Spielen so weit gekommen bin. Mit dem Ork-Ruf. Deswegen wollte ich ihn auch unbedingt haben. Und ich schätze mal Nemora, das wird nicht allzu lange dauern. Oh, speichern. Oh. Das Rebellenlager, das du suchst, hieß Okara. Es ist zerschlagen. Du
Meinst der Nachschub der Rebellen ist damit abgeschnitten? Ja. Davon gehe ich aus. Sehr gut. Hier hast du deinen Lohn, Söldner. Was ist mit den restlichen Rebellen um Montera? Guck mal hier. Die restlichen Stellungen der Rebellen sind ebenfalls zerschlagen. Du bist ein bemerkenswerter Kerl. So gründlich hat bisher noch kein Morra für mich gearbeitet. Dein Kampfgeist beeindruckt mich. Nicht aber der Verrat an deinem eigenen Volk. Ja. Dennoch, hier ist dein Lohn. Ich werde dein weiteres Handeln mit Interesse beobachten. Jo. Tja, mein eigenes Volk hat immer zu mir gesagt, steck die Waffe weg und solche Scherze. Das konnte ich mir nicht mal länger gefallen lassen. Da musste ich einschreiten. Außerdem greift Belia nach meiner Seele. So. Ja, wir wollen angemessen schlafen hier. Hier auf so einem alten Strohbett. Wir haben gerade hier euch geholfen. So, wie gesagt. Noch eine Mora und das Ding ist gegessen hier mit den Orks. So. So. Ich hätte ja auch sagen können, ich gehe in eine Mora pennen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt Granti auf mich sind. Das werden wir jetzt in Erfahrung bringen. Nee, falsch. Steck's doch nicht weg. Na, komm. Und wipp. Na? Greifen die mich direkt am Tor jetzt an, oder? Weil die lieben mich jetzt, die Rebellen. So. Da wisst ihr, was der Witz ist. Wir haben 24 Ruf bei den Rebellen. Ich weiß nicht, ob der Ruf irgendwie mehr dann aberkannt wird, wenn nicht, aber es geht eigentlich nur in die eine Richtung, nach oben, nicht nach unten. Also in 2 Minuten, das jetzt schaffen, ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Weil hier haben wir. Naja. Ja. Okay. Na, dann wollen wir mal. So, Dach. Seid ihr mir böse? Hallo? Hallo. So, greifen wir zuerst hier oben den Dings an. Den Anführer direkt. So. Jemand greift unsere Lager an. Weißt du etwas darüber? Oh, aber ja. Es gibt schlechte Nachrichten. Ach, was? Immer mehr unserer Lager werden dem Erdboden gleichgemacht. Oh. Wenn das nicht aufhört, werden wir jeden, dem wir nicht völlig vertrauen können, töten müssen. Was willst du damit sagen? Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Als wenn das so einfach wäre. Ich hoffe, das erledigt sich von selbst. Ist das dein Ernst? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich denke darüber nach. Willst du mir drohen? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge ganz gemütlich. Ich will jetzt nicht hetzen müssen. No. Okay. Ja. Wie gesagt, 70 Ruf bei den Orks, hervorragend. Und wenn wir das dann geschafft haben hier mit Nemora, dann reden wir mit Khan. Also, könnt ihr euch eigentlich schon drauf einstellen. Wer selber das nie gespielt hat jetzt als Orks oder so und das mal sehen will, hat hier natürlich die Chance bei mir, das zu sehen, wenn ihr es nicht schon irgendwo anders gesehen habt. So, okay. Die ganze Zeit jetzt mit Quatschen. Ich habe gerade gespeichert, ich weiß. Ja, aber doppelt hält besser. Gut. Ja, da haben wir, wie gesagt, Okara jetzt. Und ja, es ist die Frage, wie machen wir dann weiter, wenn wir hier Orkmeister sind? Gehen wir erstmal in den Norden mit oder gehen wir mit in die Wüste? Wir wollen ja die nächste Instanz für uns gewinnen. Das sind ja die Assassinen. So, okay. Na dann. Ja. Aber das werden wir dann in den nächsten Folgen entscheiden. Und ich würde jetzt mal sagen, Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei, wenn wir hier eine Mora platt machen und dann den restlichen Ruf für die Orks einfahren. So, damit wünsche ich euch einen angenehmen Feierabend und ciao.